Wir sind fast da. Wir haben's bald. Ah, mal das Pferd da lang lenken. Hey. Danke. Der musste sein. Gott, ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Ah, da hinten. Wir sehen es in weiter Ferne. Heute ist die halbe Mannschaft schon wieder nicht erschienen. Im vollen Galopp. Das sieht schon geil aus. Hallöchen. Oha, hallöle. Ewiges Feuer, beschütze mich. Ich bin hungrig. So. Ja, ich bin verliebt. Lobbygrad ist ein Geisteszustand, klar. Ich bin verliebt in diese Stadt. Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung, verehrtester. Bring uns das Übel. Natürlich. Immer weiter so. Dann bekommt ihr ein. Weiter so, Plätze. Feuer und Schwefel sollen die verdammte Stadt zu Asche brennen. Was geht dich das an? Ich renn einfach mal die Leute um, ne? Das stört ja hoffentlich keinen. Die sollen wie eine Pestilenz bekämpfen. Nicht so schnell, Plätze. Was kommt denn jetzt? Hexenverbrennung? Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalter offen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... So leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Ich kann es hören. Ring of Fire. Götter, seht, ein Doppel. Echt? Ja, ne? Hoffentlich hat du schön nicht durch, das gleiche ne? Schicksal ereilt. Dazu jetzt ein paar Pommes. Also kurz gebraten kennen sie hier nicht. So. Dachchen, Hallöle. Gut, es sieht nicht so aus, als wäre Triss noch hier. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei.
Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. Drei. Ja, hast du bezahlt. Los, auf ihn! Bitte, überlasst ihn mir! Nein, bitte aufhören! Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Mhm. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Mhm. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit den Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Natürlich. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Er ist mir sichtlich unsympathisch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich habe nichts Falsches getan. Aber du wirst es. Früher oder später machen deinesgleichen immer Ärger. Und diese Stadt wird von mir geschützt. Von mir und dem ewigen Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, dass die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Ein Schwerthieb und du bist tot. In meinen Gedanken. Wir gucken da mal, was wir so erst mitnehmen können. Ihm und für ihn vorsichtig, okay. Ja gut. Ich möchte mich aber trotzdem einmal kurz umsehen. Dürrobst. Mein Abend mit einem Vampir. Okay. Jetzt würde ich mal ja. Oh Mann. Warum haben sie eigentlich alle die gleichen Bilder bei sich hängen? In die Bilder gehört aus dem ewigen Feuer. Ja, weißt du eigentlich, wie egal mir das ist? Ewiges Feuer hin oder her, konnte ich im ersten Teil schon nicht ab. Gehört meiner Freundin. Ich darf das mitnehmen.
Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Ah, ach, das ist die Rose aus dem zweiten. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Sag das nicht so laut. Wieso? Was passiert denn dann? Gibt's denn irgendwas? Okay. Dann suchen wir mal, was deiner Freundin gehört. Ja, was denn? Was hier schon nicht? Sind doch hier unter uns. Die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Ach, wer hat eine Trankallergie? Oh, ja, natürlich, das wusste ich doch. Kräuter, Wurzeln, ist Triss jetzt Heilerin? Oh, okay. Das verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Da muss erstmal jemand an Geralt vorbeikommen. Hier wird niemand verbrannt. Das ewige Feuer wird verbrannt. Okay. Also nach Dieben suchen. Das kann ja lustig werden. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Wie freundlich. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Hier will keine Woche, das wird ihm nur warm ums Herz. Genau. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder? Okay, das habe ich nicht aufgepasst. Fass mich nicht an. Gibt es. Ruhe! Entschuldigung. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Kunden habe. Dann brauchen die sicher jemanden, der sich in Novigrad auskennt. Kannst du Gedanken lesen? Mhm. Oh. Hab ich aber Appetit gekriegt. Wieso schnüffelt der an mir? Was willst du hier verdienen? Wir haben du bist hier mal die Wache. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht und was passiert, wenn ich das tue? Warte mal. Wache, ein Taschendieb! Was? Ich hab von dir gehört. Was soll denn das heißen? Schlechte Idee. Oh. Okay. Au! Verdammt! Nein! Okay. Genug provoziert. Au. Schön, okay. Du hast Geld verloren. Ah, ich hatte Geld! Was denn? Wie viel? Warum zur Hölle folgst du? Ich folge dir ja gar nicht, ich bin dann runtergegangen. Zufällig dahin, wo du auch hingehst. Und woher willst du verdammt nochmal wissen, wo ich hingehe? Du bist nicht so schlau, wie du glaubst, und ich bin nicht blind. Du bist unterwegs zum Bettlerkönig. Willst du mich ausrauben? Schon mal was von Kurieren gehört? Das Gold ist von Anderlingen. Nimm es und du bist am Arsch. Ich will nichts von dir. Zieh Leine, du kannst mich mal. Na los, wir einigen uns schon. Ah, verpiss dich, Wichser. Ich war mal so saublau, dass mir so saublau aus den Ohren kam. Ach ja. Sind wir mal wieder am Stalken.
vorsichtiger, als ich dachte. Nicht zu nah ran. Naja, alles gut. Ich geh nicht nah. Keine Angst. Almosen für die Armen. Donnerschlag, was für ein schlechter. Ich wurde übrigens 50% des Geldes abgezogen. Oh, ich hätte so viel Geld. Passt noch. Kommt ja wieder rein. Ach, diese hübschen Vögelchen, die hier vorbeiflattern, ticken wie pralle Blasbälge. Betteln, was? Umgeknetet zu werden. Ach, Fabian. Ey. Geralt im Stalker-Modus. Assassin's Creed-like. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Ja, nur einen einzigen Humpen, ist klar. Neugieriger Arsch. Ja, schreckliche Eigenschaft. Ich weiß, ich stecke die Nase in Sachen, die mich nichts angehen. Aber ich muss die stinkende Hecke finden. Das ist ein geheimer Ort, an dem geheime Leute geheime Geschäfte machen. Ich bin geheim. Wer sagt, dass du ein Geheimnis bewahren kannst? Ich. Du hast mein Wort. Dein Wort ist schales Mutantengas. Für wie dumm hältst du mich? Sehr dumm. Schnapp den Hurensohn! Aus dem Scheißer mach ich Mus! Ach komm. Verfluchter Bastard! Reißt euch zusammen, Jungs! Nee, dat. Also jetzt stellt euch im Moment nicht so an hier. Sondern ein bisschen Feuer. Nein, glaube ich nicht. Passt doch. Halt! Genug! Ich habe nur Befehle befolgt. Ich habe eine einfache Frage. Du gibst mir eine einfache Antwort. Wo ist die stinkende Hecke? In Spitzenhall, in einer Gasse. Wer darf nur auf dem Scheiterhof? Der will eine Losung. Und die lautet... Der kommt ja bei den Scheiterhofen hin. Geferkelt. Na bitte. Jetzt so hat geferkelt. Muss ich nur anstrengen. Novigrad ist nicht dein Revier. Alte Sau hat geferkelt. Ich bin alles so leid. Ich auch. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Und der da? Was mit mir? Reihen oder nicht reihen? Ernsthaft? Reihen oder nicht reihen? Das ist hier die Frage. Das wird dann der nächste Streamtitel. Reihen oder nicht reihen? Wer bist du und was willst du? Reihen oder nicht reihen? Ja, was siehst du? Der nächste Witcher-Stream. Heute wird gereiert. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute.
Das stimmt. Das ist hier die Frage. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Mhm. Sehr schick. Wir sind gemeinsam stark sein. Was fehlt dir? Ich sehe auch ein Haus. Ich am sein. Töchchen? Au! Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Mhm. Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Ja, sehr gut. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Und die Tempelwache toleriert dein kleines Unternehmen? Sagen wir so. Dieser Sie Moment, wenn man merkt, dass die Uhr umgestellt wurde. Krone zu schätzen. Menge wirkt nicht so, als könnte man ihn kaufen. Jeder ist käuflich. Ich würde mich gerade nur so. Menge würde mich wirklich. Weil bis eben noch 1 Uhr 51, glaube ich, da stand. Nur Menschen sind. Plötzlich 3 Uhr 5. Manchmal werden sie krank. Ein andermal wollen sie sich amüsieren. Mir wurde eine Stunde geklaut. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht ganz gut. Aus Marionetten. Ja, umgestellt? Ja. Ist der Hierarch des Uhr wurde gerade umgestellt. Rein theoretisch wärst du jetzt erst 2 Uhr, jetzt ist es aber schon 3 Uhr. Es wurde gerade von 2 auf 3 Uhr umgestellt. Leider. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Jetzt ist leider wieder Sommerzeit. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören. Ich verklag die Zeit, ich kann mir jeden Tag. Unsere zum Glück Stadt? Ja nur heute. Ja, meine und die meiner. Wobei rein theoretisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei. Wenn ich mal bedenke, wie viele Sachen mir im Leben meine Lebenszeit rauben. Geralt, ich muss einiges in der Stadt. Dann sind einige Stunden geklaut von meinem. Ich komme gerne mit. Allgemein von der Woche. Boah, toll. Weißt du, für mich ist jetzt 2 Uhr und dabei ist es 3 Uhr. Ganz toll. Was habt ihr für eine Abmachung? Tolle Kiste. Hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten. Wuch. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Ja, ja. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau?
Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Mhm. Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Gute Frage. Nächste. Finsternis. Oh. Überall Finsternis um mich herum. Finsternis? So, Tuss, ich lass dich jetzt aber nicht mehr alleine. Das ist dir klar, oder? Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Nein, du bist kein Feigling. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich hab mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Sie haben noch mal Glück gehabt, aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Warum müssen wir eigentlich in jedem gottverdammten Teil durch irgendeine Kack-Kanalisation wandern? So nicht euer Ernst. Das grenzt schon an Mobbing. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Huch. Hebel. Warte. Ist doch schön. Nee, nicht wirklich. Freie Stadt, glaube ich. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem... Warte. Ja, toll. Saka von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Wie betrunken. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge kontrollieren praktisch das finanzielle Leben. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Ich wollte gerade sagen, das reinigt die Haut.
Geralt! Geht einmal hoch! Besser verschwimmen gibt nichts Besseres. Ah, ich weiß nicht. Ich würde vermuten, dass ich untergehen würde. Wobei ich bin auch keine besonders gute Schwimmerin. Aber wahrscheinlich würde ich sogar nüchtern untergehen. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Dir ist das schon klar, dass ich das nur für dich mache? Du bist in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Ja. Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt. Sagt er, ja. Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, Brandon, dass du jemanden mitbringst. Brandon Stark. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Tess, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mhm. Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich weiß. Ich bin ein Hexer. Ich habe genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm, also schön. Die erste Rate. Stimmt, da hatten wir mehrere. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Mhm. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Ratte. Erkennen kann, aber Rattenaktivitäten. Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung, aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Geralt. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Nicht? Hör auf zu jammern. Und Geralt, für eine Lady wirst du das noch mal tun können. Sieht vielversprechend aus. Mhm. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Stimmt. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Weghuschen, hä? Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Mhm. Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß. Aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl.
Jeder lügt dann und wann, aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Rattenfänger von Hameln. Beziehungsweise von Novigrad. Da sind das eine Armee von Ratten. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Deine Ratten sind draußen. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. War doch klar. Hallo, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Doch. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben's besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Wie freundlich die schon wieder sind. Die hier ja nicht lebend rauskommen. Ich bin dich. Nein, ich glaube nicht. Der Blaukerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Randon finden. Da draußen ist er. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Ja, jetzt wieder so kommen, oder was? Sie hätten mir das Haus niedergebrannt. Oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Das ist klar. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt. Die brennt immer noch. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, und das Feuer in deiner Hand. Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Sehr schön. Dieses Curse on Fire. Ja. Tatsächlich. So, einmal in diese Richtung. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Danach werde ich aber auch so langsam Richtung Bett verschwinden. Morgens fühle ich mich auch wieder. Bevor ich mir 2 bis 3 Tage mal Ruhe gönne.
Deswegen. Das hier mache ich noch kurz. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ui. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Die Küste ist schön. Echt? Ist sie das? Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Da wohnt einfach jemand. Das zweite Schwert ist es für Notfall. Yeah, das zweite Schwert ist für Notfall, genau. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Gut, ich gehe dann wieder, ne? Göttling? Ich kann die Unterwäsche sehen. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Warum sind die Frauen eigentlich immer so kurz bekleidet? Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Mode. Halt! Das ist doch keine Mode, das ist... Tu das nicht! Lass okay, doch. Wo sind ihre anderen Kleidfetzen jetzt hin? Okay. Unsichtbare Kleidung. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ach ja. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Jetzt schon. So. Mich nehmen wir auch mal mit. Dann einmal das Bild. Ah ne, da. Da war's. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde. Anscheinend von einem Kind. Seltsam. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Ja, hier ist keiner. Geisterjäger Geralt. Wir sind jetzt bei den Ghostbusters. Noch ein Meisterwerk.
ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten. Bitte. Einen Ofen. Hier ist soweit keiner. Da geht's wieder raus. Hier unten geht's aber auch noch hin. Ah, Ofen. Okay. Gefunden. Danke. Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Danke. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Mhm. Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. So. Und ich habe ihr ich brauche jetzt einen kurzen, ne? Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig, aber ich muss mit der Träumerin reden. Zwei Schreckmomente hintereinander. Lass sie doch bitte aufwachen. Danke. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Wie? Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist, aber andere wissen das vielleicht nicht und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher? Wir kennen schon jemand deiner Art. Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Was? Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in... Also ich hasse Albträume. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das Schlimmste ist, ich habe öfters mal welche. Nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Da erinnere ich mich selten dran. Das Haus stand so also zumindest so genau. Da bin ich eingezogen. Hat das dann gepasst? Hat sie ja. Kurz von der Bank gekauft. Ja. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du glaube, ich werde niemals Horrorspiele spielen im so Stream. Sie hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er niemals. Nicht auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, nur wie gesagt. Sag niemals nie, ja. Aber ja. Wenn du hier leben willst, bitte. Doch, in dem Fall schon. Eine Abmachung? Glaube ich. Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Flug... Ich bin einfach ein Schisser, was Horrorspiel angeht. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Mhm. Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay. Eigentlich müsste Gerard nur noch Haut und Knochen sein, so oft wie er hier hin und her rennt. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an. Sag ja, die Christ ist schön. Er war viel zu real. Ist zumindest interessant, ja. Und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ja. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben.
Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay. Sehr schön. Wo war der Ausgang? Hier. Glaube ich. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Ja. Hier sollte niemand wohnen. Habe die Kronen, die ich bezahlt habe. Das ist schon wieder gewisse Gedanken. Schon nicht im Armenhaus. Ich traue Frauen nicht, die in irgendwelchen Häusern irgendwelche Zimmer haben. Bedeutet meist nichts Gutes. Kann ich mit dir nochmal reden? Aber deine gelben okay. Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Ja, ja. Meine sind hübsch. Du hast blaue Augen, ja. Okay, gut. Ja, mit Corinne würde ich sagen, reden wir beim nächsten Mal. So. Dann einmal speichern. Yeah.